Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir daddeln weiter. Age of Wonders 3 und der Hund bellt immer noch und soll eigentlich die Klappe halten. Ich will hier eine Aufnahme machen in Ruhe. Oh, ihr betretet das Gebiet von Galbury. Beziehungen sind neutral. Verhandeln wir mit ihm? Ich möchte, dass seine Armeen sich mir anschließen. Okay, nächstes Mal. Wir haben offene Grenzen jetzt. Das ist eine Menschenstadt. Mensch, die Menschen könnten wir eigentlich gebrauchen. Gut. Dann wissen wir schon mal, was da ist. Kann man die restlichen Truppen auch in der nächsten Runde zusammenziehen. Ja, die Schlinge schließt sich langsam um den Feind zu. Hier könnten wir die Armeen hier zusammenführen. Oh. Und hier haben wir auch noch eine weitere Armee. Und jetzt setzen wir mal die Armeen ganz hier schön brav in die Stadt hinein. Und der Angriff kommt jetzt. 4 Armeen von mir, 3 von ihm. Der Sieg ist sehr wahrscheinlich. Lassen wir es drauf ankommen. Manueller Kampf. Mal gucken, was der Feind uns entgegenzusetzen hat. Und er hat erstmal nur Holzwelle, was sehr gut ist. Und wir haben unsere Greifenreiter und wir wissen, Greifenreiter plus Steinhaut nicht gut. Wir wollen, dass sie weiter fliegen. Ölhaut. Warum kann der Ölhaut zaubern? Und der Zukubi. Zwergen-Zukubi. Wie sehen die denn aus? Oh mein Gott. Oh, sie haben Bärte. Das sind die hässlichsten Zukubi, die ich je gesehen habe. Gut. Ziehen wir voran. Die Nahkämpfer werden hier an der Seite eine Bresche reinschlagen. Ich glaube, die haben hier eine starke Resistenz gegen physischen Schaden, Frostschutz und Verderbnisschutz. Mit Feuer und Blitzen könnten wir denen entgegenwirken. Aber wir haben keine Blitze und auch kein Feuer. So, die Reiter hier kommen hier hin. Und die Greifenreiter, die ziehe ich hier hin. Und da haben wir unsere Phalanx, die Hochelfen-Phalanx. Schauen wir uns die doch mal an. Sieht man natürlich jetzt schlecht. Hier sieht man so ein bisschen hübsch eigentlich, die Jungs. Die sind doch stark. Gucken wir mal, was sie machen können. Sind Vernichter des Bösen, Fest des Lichtes. Haben zurzeit die Ödelhaut, haben immer einen Erstschlag. Haben sogar Stangenwaffen, sind ein Gewalthaufen. Gegen Berittene. Ist das gut? Sind gepanzert, haben Rüstungsdurchschlag, sind unermüdlich, haben Kriegsehre und Feuerschwäche und Verderbnisschwäche. So ein Scheiß. Warum haben die Verderbnisschwäche? So, weiter Einheiten voranziehen. Wollen wir die Feinde nicht warten lassen? Moment, die haben Blitzangriffe. Damit könnte man dann die Geister ausschalten. Die Jungs muss ich auf die andere Seite der Flanke bringen. Es wäre schön, wenn in einem Patch mal dazu kommen, wie wir unsere Einheiten dann postieren können. Das wäre echt genial. Hier Feuer. Feuer ist auch gut. Brauchen wir auch, um gegen den Feind voranzukommen. Sonst noch irgendwelche Einheiten, die ich ziehen kann? Noch nicht. Also meine Blitzjungs und meine Feuerjungs, die muss ich weiter von den Ölhaut. Kamerawinkel gefällt mir gerade nicht. Mach mal inne. Sehr schön. Also, wo sind meine Feuerjungs? Hier. Ihr zieht mal weiter hier hin. Und meine Blitzdamen. Die ziehen hier hin. Und hier haben wir meine Bogenschützen. Können sogar noch ein Stück vor. Können auch noch ein Stück vor. Und ihr Jungs könnt ihr netzen natürlich nicht. Aber ihr könntet angreifen. Macht das auch mal. Und ihr hier
ihr kriegt jetzt mal eine Zielsucherverzauberung, die sogar weniger kostet, weil mein Held ja auch mal dabei ist. Und kann dann hier auch nochmal zweimal schießen. Und dann kann ich meine Armbrustschützen ein bisschen hierhin postieren und dann kann ich nochmal auf den Helden schießen. Ja, in die Flanke sogar. Die Armbrustschützen ziehe ich auch mal ein bisschen weiter vor. Und meine Reiter greifen jetzt mal hier das Tor an. Mit einem Sturmangriff. Und hierhin ziehe ich meinen Kranich, wollte ich schon sagen. Nein, meinen Greifenreiter ziehe ich weiter hierhin vor. Und die Berserker stürmen hier das Tor an. Und hier reihe ich noch meine Berserker auf. Das sind nochmal Bogenschützen. Ah, wenn ich die hierhin ziehe, könnte ich schon mal Schaden anrichten. Nicht viel. Assassinen, die dürfen nicht in die Flanke fallen. Sehr schön, danke. Assassinen dürfen uns nicht in die Flanke fallen, die machen sonst nämlich erheblich viel Schaden. Valerie hat natürlich schon gezaubert, die kann sich natürlich jetzt nicht bewegen. Okay, dann haben wir es eigentlich in dieser Runde und dann kann der Feind wieder Sachen machen. Oh, da kommt der Geist jetzt schon. Und er macht auch viel Schaden. Seht ihr das? Die Flankenangriffe. 40 Schaden. Die Gemeinschaftswachen werden die erstmal in den Nahkampf versetzen. Und hier dasselbe nochmal. Es wird Zeit für den Feind, dass er mal Einheiten verliert. Die Grimmschnabelkrähen müssen wir ausschalten, die sind nämlich sozusagen die Einheiten, die... Oh, dieser Schatten. Ich mach keinen Schaden an ihm. Hier könnte man die Grimmschnabelkrähen ausschalten. Oh, die haben es auch hinter sich. Ich schaff's hinter die. Ja, Flankenangriff. Und damit habe ich die schon mal ausgeschaltet. Hier komme ich noch nicht nah genug ran. Die wurden auch angegriffen, die Jungs. Die hier werden natürlich jetzt einmal sterben. Kriegerehre! Es ist eine Armee gefallen und jetzt mache ich mehr Schaden. Sturmangriff, meine Kameraden. Macht die elendigen Assassinen platt. Was ist das für ein minimaler, winziger Schaden, den ich hier mache? Okay, Flankenangriffe sind Flankenangriffe. Und ich glaube, ich gehe hier den Nahkampf. Obwohl, ich glaube nicht, dass das klug ist. Einfach mal reinschießen. Macht nämlich genauso viel Schaden. Meine Feuerjungs. Bald seid ihr da. Meine Blitzdamen auch bald. Oh, sie kann auch Blitze abfeuern. Wusste ich gar nicht. Das ist eigentlich gut zu wissen. Nee, heiliger Schaden ist das sogar. Standhafte Abwehr bitte auf meine Berserker. Ich habe das Gefühl, dass sie bald sterben werden. Und mein Greifen kann ich noch ein bisschen vorziehen. Und hier kann ich noch Schaden machen. Schaden über Zeit. Malträtiere ich diesen Feind. Der müsste mittlerweile total gespickt sein mit Pfeilen und Bolzen. Und trotzdem steht da noch die dumme Sau. Zwergen-Eberreiter. Ich ziehe hier hin. Schieß den nochmal in die Flanke. Glücklicher Treffer, das heißt kritischer Schaden. Ja. Der hat's auch nicht mehr viel, der ist auch bald. Den Helden haben wir bald. Oh.
Au! Okay. Erstmal die Sukubi blatt machen. Komm her, ihr dummen, kleinen, dreckigen Sukubi, die versucht haben, mich hier zu betören. Aber wir haben jetzt auch erstmal hier uns ein Feuer. In die Flanke mit euch. Und glücklicher Angriff. Schön kritischen Schaden gemacht. Die Jungs können mal in die Flanke angreifen. Jetzt sind die schon mal tot. Und hier nochmal in die Flanke. Damit haben es die Assassinen auch hinter sich. So, mit der 8. Könnten wir heiligen Schaden machen. Aber ich glaube, ich gebe dir die Zielsucherverzauberung. Damit du auch maximalen Schaden in der nächsten Runde machen kannst. Total vergessen. Da war ja was. Gut, meine Armbrustschützen können hier nochmal einmal schießen. Der hält auch hinter sich. Was haben wir hier? Die Zwergen-Eberreiter. Die habe ich nochmal Armbrustschützen. Kann ich die netzen, die Jungs? 40% Chance. Widerstanden. Aber meine Armbrustschützen sind noch nicht frei. Die werden aber bald frei sein. Indem ich mit diesen Stangenkämpfer. Die Stangenwaffenkämpfer werden hier. Die Zwergen-Eberreiter platt machen. Gut, heute keine großartige Folge. Jedenfalls, was, wenn es ums Reden geht. Ich brauche eine Abwendung. In die Flanke mit euch. Schießt. Und ihr Jungs. Greift auch mal an. Ja, nur ein bisschen Schaden genommen. Ihr Jungs könnt auch mal hier angreifen. Ja, sehr schön. Und die sind damit auch tot. Gut, hier habe ich meine Hochelfen-Langbogenschützen. Die könnten noch mal auf die Jungs schießen. Jawohl. Damit sind die auch platt. Und wer klingelt die ganze Zeit hier? Ich bin nicht zu Hause. Ich bin am Aufnehmen. Ich will noch 2 Folgen aufnehmen. Okay, nächste Runde. Gucken wir mal, was die Runde mit sich bringt. So, Valerie. Du hast die Ehre, mal Schaden zu machen. Und ihr macht sie fertig. Bam! Der hat's hinter sich. Welch ein Glück. Dann kann ich hier angreifen. Und meinen Greifen weiterhelfen. Die erstmal hier. Die verdammten Sukubi platt machen. Du kannst hier das Tor einrammen. Danke. Kamerawinkel gefällt mir immer noch nicht. So ist der schon besser. Mehr Übersicht. Okay, was haben wir hier noch? Wir haben hier den Helden namens Player. Player 4. Und hier habe ich noch meine Damen. Kann ich mal vorschicken und dann kann ich mal ein bisschen Schaden machen. 4 Schaden insgesamt mit Schockbolzen. Ein bisschen Schaden hier. Schaden da. Hier ein bisschen Schaden. Oh, hier habe ich noch Einheiten. Das habe ich übersehen. Die können hier das Tor einrammen. Und die hier ziehe ich auch hier hin. Die können Schaden auf die Schöpfer machen. Und ihr Jungs geht hier hin. Nächste. Wohl.
Jawohl, meine Greifenreiter machen ganz schön ordentlich was weg. Hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass sie so gut sind. Aber hier, die Jungs auch erledigen. Und wollen wir erstmal hier in die Flanke schießen. Vielleicht können wir einen besseren Schaden machen. Ja, 3 bis 5. Glücklicher Treffer, das heißt mindestens 5 Schaden. Es sind sogar 7 geworden. So, dann schießen wir hier nochmal in die Flanke rein. Es geht jetzt alles hin und her. Hier in die Flanke rein. Und ihr erledigt sie. Komm, einmal. Ah, braucht sogar nur einen Schaden. So, sehr schön. Der Held ist damit jetzt auch erledigt. Und im Grunde könnte ich jetzt... Kann ich doch hier... Es gibt doch hier ja automatischen Kampf ein. Bedeutet jetzt... Ich brauche gar nichts mehr machen. Das ist nämlich eigentlich auch ein Feature. Das habe ich eigentlich noch nie gezeigt. Da die Hauptteil der feindlichen Streitmacht sowieso tot sind, kann ich jetzt sagen, hey, machen wir einen automatischen Kampf. Und da macht die KI im Grunde alles was selber und ich muss gar nichts mehr klicken. Weil der Feind hat jetzt nur noch diesen Siedler. Und den werde ich jetzt erledigen. Wenn ich all meine Einheiten dahin ziehe. Jo. Ich glaube, ich mach mal selbst was nochmal. Kurz automatischen Kampf aus. Nächste Runde. Und Valerie greift doch mal an, macht den platt. Solltest den platt machen. Gut, dann macht's eben der hier. So. So ging das ein bisschen schneller, bevor dann die ganzen Einheiten wieder zieht. So, was haben wir verloren? 4, 5, 6, 7 Einheiten. Ja, 7 Einheiten und er hat alles verloren. Und die Stadt können wir in unser Reich übernehmen. Und damit hat er nur noch hier diese lächerliche Stadt, die wir uns dann auch gleich holen werden. Valerie wird nicht gerade lange warten. Den Zwergen schicke ich noch hier in die Einheit rein. Und dann werden wir mal weiter vorziehen. Ihr könnt euch noch merchen. Ich nehme den Eberreiter. Und kommt mal in die Stadt rein. Was hat er denn für Loot dabei gehabt? Hat er irgendwas Tolles gehabt? Nur ein schwerer Armbrust. Na super. Kein Loot. Es hat sich nicht mal loot-technisch gelohnt. Gut, gucken wir mal, was hier der da drüben hat noch. 6 Einheiten. Ja. Die finale Schlacht wird dann in der nächsten Episode stattfinden. Wir müssen noch ein Talent erforschen. Leider kann ich manche Core-Reiter wahrscheinlich dann nicht mehr zeigen. Heldenvernichtung. Okay. Oha. Ah, nee. Zug beenden. Okay. Gut. Wir bereiten den Kampf vor, den finalen Kampf. Moment, er hat hier 6 Einheiten, 6 Einheiten. Oh. Nee, Moment, da ziehen wir uns nochmal zurück und sammeln unsere Armeen. Dann kann ich doch noch die Manticore-Reiter zeigen, die ich dann irgendwo bauen werden muss. Ich glaube, in meiner Hauptstadt könnte ich sie dann bauen. Noch nicht. Die große Tierhöhle ermöglicht mir nämlich, dann Manticore-Reiter zu bauen. Gut, wir haben Heldenvernichtung erforscht. Und in der nächsten Episode nehmen wir uns diese Stadt vor. Die knöpfen wir uns noch vor. Hier ist der Held zurückgekommen. Und das wird dann eine schwere Schlacht werden. Aber das ist auch seine letzte und einzige Stadt. Mein Name ist Lantonek. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir weiter da in Age of Wonders 3. Bis bald.